Guten Morgen, Leute. Ich grüße euch heute am, ich muss direkt gucken, am Mittwoch, dem 19. Juni 2024 um 9.23 Uhr auf, ja, nicht total unbekannter, aber seltener und ungewohnter Strecke. Wir fahren hier gerade über die B36. Es gab da irgendwie, aber einen Moment nochmal, ich muss nochmal eben durchlüften, habe ich gerade vergessen. Nochmal 10 Sekunden durchlüften, wie sich das gehört. So, ja, irgendwie gab es ein Problem bei Bruchsal. Man ging aber eigentlich 4 Minuten und dann gab es nochmal vielleicht 6 Minuten im Walldorf. Und plötzlich sagte mir Else, fahr mal runter, Germersheim. Habe ich dann auch getan. Naja, gut. Und jetzt fahren wir eben hier über die B und werden hoffentlich den ganzen Mist umgehen, um dann ja, hinterher auf der Autobahn freie Fahrt zu haben. Ich weiß jetzt gar nicht, wie lang das Video wird, wenn ich euch jetzt mitnehme bis Schäferborn. Ne? Normal ist ja heute Mittwoch. Hartwald bis Schäferborn. Ja, was haben sie hier für eine Ernte? Kartoffel. Irgendwas ernten sie hier. Ja, ich glaube Kartoffeln. Ja, ist mal was anderes. Bundesstraße hier schön durch die grüne Landschaft. Ja, ich habe eben noch mal mit meinem Kollegen telefoniert und auch den Anruf bei meiner Frau schnell abgeregelt und habe dann gesagt, wenn nichts mehr ist, dann würde ich mit dem Video starten, weil da haben wir mal ein bisschen andere Gegend. Na? Ja, wir haben 22 Grad, aber Regen, wie man so schön sehen kann. Ne? Ist sowieso ein bisschen crazy mit dem Wetter. Gestern wieder Starkregen, aber ich kann nur sagen, ja, was soll denn das werden? Warum fährst du denn nicht, Junge? Ja, ich kann wieder sagen, bei uns zu Hause ist der Kelch vorübergegangen. Ne? In Thüringen, was ja nicht weit entfernt ist, gerade mal 30 Kilometer oder so, da soll es tennisballgroße Hagelkörner gegeben haben. Die würden natürlich mein neu gebautes Dach wohl löchern und dann hätte ich die Tränen in den Augen, muss ich ehrlich sagen, weil ich das eigentlich ganz gut finde, weil ich da fabriziert habe. Und ich will nachher weitermachen. Auch gestern habe ich es geschafft, echt ein Stündchen schön mit meinem Hiwi Hasi ja, zu arbeiten zu Hause. Und zwar habe ich schon Bretter auf Maß geschnitten. Ja, das ist so ein Ding. Von der Anhängerkupplung leider noch keine Rückmeldung von dem Hersteller gestern. Ich meine, was ich natürlich gut gefunden hätte, jetzt ist es quasi zu spät, wenn sie mir gestern, wenigstens, also gestern am Dienstag, eine Mail geschickt hätten, wo drin steht, dass mein Zeugs angekommen ist, meine Mail, und dass sie meinen Fall jetzt auf dem Tisch liegen haben. Ne? Und begutachten und beurteilen und was weiß ich und beratschlagen, keine Ahnung. Da habe ich habe jetzt schon überlegt, wenn die mir ganz blöd kommen, ey, dann, ach, weiß ich nicht, ab einem bestimmten Punkt würde ich sagen, scheiß drauf und dann lasse ich meine Frau dieses neue Modell von Anhängerkupplung bestellen, kostet 214 oder vielleicht 240 Euro, auf jeden Fall relativ günstig. Also eine abnehmbare kostet über 400, kostet über das Doppelte. Nee, dann würde ich mir einfach eine neue bestellen und würde die dran bauen. Denn das Teuerste an so einer Anhängerkupplung ist die Verkabelung und der Kabelsatz. Und da, das habe ich ja schon liegen. Die Steckdose würde ich vielleicht sogar die alte benutzen oder gut eben austauschen gegen eine neue, je nachdem. Ja, ach, nochmal zurück, diese Geschichte mit der Anhängerkupplung hat natürlich wieder, ja, einmal war das ja negativ, aber es gibt auch da was Positives zu berichten. Da ja momentan, also für mich, Hängerbetrieb
nicht läuft, weil nur eins der beiden Autos eine Anhängerkupplung hat. Um das zweite damit auszurüsten, sage ich euch ganz ehrlich, lohnt sich nicht. Dafür brauchen wir den Hänger zu selten. Ich hätte zwar ja vielleicht lieber an dem alten, ne, na, die Anhängerkupplung, weil das mehr so das Auto fürs Grobe ist. Aber egal. Naja, es ist wie es ist. Auf jeden Fall habe ich am Montag habe ich so gedacht, ja Mensch, da gehe ich doch nochmal auf diesen Garagendachboden und guck einfach mal, was ich da doch noch an Material habe. Ich habe ja schon mal so ein paar Mal gesagt, in Anführungsstrichen haben wir alles, ja. Man muss es nur finden oder man muss nur wissen, dass es da ist oder suchen, je nachdem. Also alles haben wir natürlich nicht, aber wir haben schon viel. Und so in der letzten Zeit bei irgendwelchen Projekten oder Reparaturen zu Hause neige ich dazu, einfach zu schauen, was habe ich, was kann ich daraus machen, wie kann ich da was improvisieren, wie kann ich einen Weg gehen, der mich kein Geld oder nur ganz wenig Geld kostet, weil ich eben auf die eigenen Materialien zurückgreife. Ja, und da bin ich hingegangen, bin da hoch und was musste ich sehen? Ich habe so Bretter mit Nut und Feder, wie ich sie im Grunde kaufen wollte, ja. Und dann habe ich geschaut und die waren ziemlich lang. Die waren 4,60 lang, glaube ich sogar. Ganz lange Dinger. Habe ich gedacht, okay, da kriege ich aus einem zwei Bretter rausgeschnitten mit 1,80. Habe noch einen Meter übrig. Und ja, habe die alle rausgeholt und gestern habe ich die dann zusammen mit meiner Frau schon mal auf Maß geschnitten. Und heute will ich die dann auch montieren. Also ich habe richtig Spaß da an diesem überdachten Bereich für die Hühner. Der wird richtig gut. Und ja, hier sind 21 Grad, wie gesagt, oder 22, schwankt immer ein bisschen hin und her. Zu Hause nur 15 und Nieselregen. Aber das juckt ja nicht. Ich kann ja da auch schön unter Dach arbeiten. Das ist gar nicht schlecht. Ja, hier ist 60 für LKWs. Da müssen wir uns natürlich dran halten, denn wir wollen ja nicht bezahlen. Hinter dem hier ist auch ganz Stickung. Ah, da. Aber wir fahren jetzt gleich auf die Autobahn, auf die 6. Also sprich heute mal ein bisschen anders. War das gestern? Ah ja, gestern. Gestern hat mir der... Ja, ich, also erstmal muss ich sagen, bis jetzt läuft das hier richtig gut. Ne? Das ist jetzt heute der Mittwoch, der dritte Tag diese Woche und es läuft richtig rund. Also ich habe jetzt schon zwei gute Tage hinter mir, wo ich immer zeitig zu Hause war, keinen Stress, super Abläufe, alles easy. Und heute sieht es eigentlich auch danach aus. Und das Einzige, was so ein bisschen, naja, jetzt muss ich aber mal schauen, hier ist hier ein Loch oder was? Ah, ja, hier ist ein Loch. Heilbronn, Karlsruhe. Ah, nein, jetzt habe ich einen Fehler gemacht. Oh no, ich Idiot. Ah, fuck, ey, und die Auffahrt ist gesperrt. Naja, gut, egal, komm. Jetzt bin ich mal gespannt. Vielleicht komme ich aus der Nummer auch nochmal raus. Nee, komme ich nicht. Na gut, dann fahren wir in eine falsche Richtung auf. Ja, weißt du, Else sagt mir, fahr da auf, dabei ist das Ding zu. Aber dann fahren wir einfach ein Stück in die falsche Richtung und drehen wieder. Ich hoffe, dass ich muss da, brauche dafür nicht so lange. Das ist so. Ja, naja, das ist jetzt ein Fehler, den man, ja, jetzt sagt sie natürlich 12 vor 18. Ach, Kerle. Ah, was ärgerlich. Echt ärgerlich.
Aber hier kommt ja schon Dreieck Hockenheim, da müsste ich doch drehen können. Da müsste doch gehen. Ja, ja, ja. Er sagt auch, in 1,6 soll ich runter. Ah ja, wird schon irgendwie gehen. Speyer runter, drehen wieder drauf. Ja, Else, ist klar, habe ich verrissen, ey. Mann. Ach, jetzt ahne ich was. Jetzt fahre ich auf die 61, aber da kann ich ja nicht wie bei einer normalen Abfahrt drehen, rüberfahren und dann wieder auffahren. Nee, da werde ich auch ein ganzes Stück geradeaus fahren müssen, bis ich dann endlich die Spur wechseln kann. Ja, das sieht so aus. Naja, egal. Ich muss es nehmen, wie es ist. Es gibt Schlimmeres. Ärgert mich jetzt ein kleines bisschen. Aber auch nur ein kleines bisschen. Ich meine, ich weiß nicht, wie es gelaufen wäre, wenn ich jetzt weiter geradeaus gefahren wäre. Ob das... ja gut, da hätte ich auch irgendwie... Warum macht der denn Lichthupe? Hä? Er hat da voll aufgeblendet, die Karre. Ich wüsste nicht, warum. Ja, ich sehe schon, Else zeigt schon hier doppelte blaue Linie, also sprich wieder zurück. Ja, es ist alles gut. Ich hatte nur halbe Ladung wieder runter, halbe Ladung ist rauf, also total cool. Dadurch flott und niedriger Verbrauch, was will ich mehr? Jetzt aber, ich wollte gerade sagen, willst du mich nicht reinlassen, Kollege, oder was? Echt? Schläft der Bohr? Hat er geschlafen oder wie? Nein, 3,2 Kilometer kann ich dann umdrehen irgendwie. Naja. Ja, ich wollte aber eigentlich erzählen, dass mir, ja, ich sag's jetzt mal so, dass mir ein Lächeln ins Gesicht gezaubert worden ist. Am gestrigen Morgen, genau. Und zwar durch einen von dem zivilen Werkschutz, was heißt zivil, von diesem externen, also von der WISAG da. Und zwar, der hat mir ja vor einer ganzen Weile schon mal so ein französisches Teilchen geschenkt, weil sie eine ganze Tüte davon bekommen haben. Und gestern komme ich da hin und dann sagt er erstmal zu so einem Mädel, sie soll demnächst mal ein bisschen vorsichtiger sein, damit irgendwie keine Kollision mit dem Gabelstapler passiert. Und er meinte so, ich gebe ja eigentlich immer noch meinen Zettel rein und renne dann schon wieder zurück. Aber er meinte, ich soll im Moment warten. Ich denke, was will er denn jetzt von mir? Vor allen Dingen war ich erstaunt. Da sagt er so zu mir, ja, er wäre jetzt die nächsten 14 Tage nicht mehr da. Nein, er wäre jetzt ab morgen weg oder was. Ich sage, oh, was ist los? Haus in den Sack oder so, weil er ist ein echt netter Typ. War 4 Jahre beim Bund. Ich weiß immer nicht, ob das jetzt Oberstabsgefreiter heißt oder Stabsobergefreiter, weil es das bei mir nicht gab. Aber auf jeden Fall ist er Obergefreiter mit Stab. Steht über mir, dienstgradmäßig. Auf jeden Fall, er weiß, dass ich HG bin. So, wir scherzen manchmal ein bisschen rum. Von dem habe ich auch so ein paar Soldatensprüche halt. Ne? Und auf jeden Fall... sagt er, ja, ich sag, haust den Sack. Nee, meint er, er würde in Urlaub fahren. Ich sag, oh, wo geht's hin? Ja, nach Ägypten und so, mit Kollegen und so. Ich sag, oh, super. Und dann sagt er, ich habe hier noch was für dich. Ne? Und dann guck ich so, da hat er da Kuchen. Und da hat er da Rührkuchen. Und ich sag mal so, Rührkuchen, das ist so eigentlich, hoppla, 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 mein Lieblingskuchen. Naja, umkippen können wir nicht, weil wir haben keinen hohen Schwerpunkt. Jetzt muss ich aber mal aufpassen, nicht, dass ich jetzt nochmal verreiße.
wäre nämlich blöd. Also Richtung Speyer. Schon mal okay. So, und dann sagt er Richtung Heilbronn. Sorry Leute, aber ich muss mich jetzt erstmal einmal richtig einfädeln. Ja, ihr wisst ja immer, wenn ich mich so ein bisschen auf Fahrerei konzentrieren kann, dann kann ich nicht mehr gut erzählen. Ja, wir müssen jetzt erstmal in die Spur hier. Naja, 12 und 19, ein paar Minuten werde ich, wenn nichts mehr dazwischen kommt, noch rausholen. So. 2,6 muss ich dann nochmal wechseln. Aber dann bitte schön richtig. Ja, auf jeden Fall. Und dann sage ich, oh, Rührkuchen. Ich sage, ja, sagt er vorher, er hätte seine Mutter gebacken. Ich sag jetzt nicht, du wohnst noch bei Mutti. Weil, naja, ich hätte gesagt, ich bin ja noch vom alten Schlag. Ich sehe das immer so ein bisschen skeptisch. Obwohl das heutzutage üblicher ist als früher, als zu meiner Zeit. Da haben die Leute eigentlich wirklich zugesehen, dass sie relativ schnell von zu Hause wegkommen. Aber heutzutage gibt es ja so einige Gründe, warum das nicht mehr so der Fall ist. Einer ist natürlich auch die Lage auf dem Wohnungsmarkt und so und die Finanzen und so weiter. So, jetzt aber Richtung Frankfurt. Ja, nee, sagt er, meine Mutter, die wohnt ja in Sachsen, ey, und hat ihm den wohl geschickt oder was. Nein, fand ich richtig super, hab mich auch bedankt und so, und der war auch total lecker. Und ja, ich habe ja geglaubt, der wäre heute nicht mehr da, weil ich, aber gut, letztendlich macht es sowieso Sinn, erst das, mit der Aktion in 2 Wochen zu kommen. Und zwar werde ich ihm in 2 Wochen mal ein Päckchen Eier mitbringen. Ich weiß noch nicht, ob ich ihm rohe mitbringe, die er dann zu Hause verarbeiten kann, oder ob ich die von meiner Frau hart kochen lasse und dann kann er die auch seinen Kollegen da geben. Einfach mal 6 Eier für die Jungs, dann freuen die sich bestimmt auch. Nein, ich finde so eine kleine Geste, das ist einfach irgendwie gut. Das ist sympathisch, das ist total nett. Und nicht im Sinne jetzt von Scheiße, sondern wirklich nett. Und ja, naja gut, man merkt aber auch irgendwie, er ist mir sympathisch, ich bin ihm sympathisch. Wir quatschen eben auch schon mal ein paar Worte. Nein, das ist richtig gut. Ansonsten muss ich sagen, an der Leitstelle, ich weiß auch nicht, was da im Moment los ist. Die haben ja ein neues Programm wieder. Ja? Ich meine, man fragt sich natürlich als Außenstehender immer, warum, boah, guckt euch den Smart an. Guckt euch den Smart an, der sieht ja aus wie ein Porsche von hinten. Das ist ja Wahnsinn. Ey, das ist doch kein Smart mehr. Ich meine, das ist sowieso jetzt in China gebaute Karre und so, aber ist doch Wahnsinn, ey, das sieht aus wie ein Porsche. Also wenn das nicht da hinten dran stehen würde und auf Entfernung würde ich meinen, das wäre so ein Macan oder was. Irre. Naja. Ja, wie gesagt, das ist schon schön. Achso, ja, Leitstelle, genau. Neues Programm. Und man denkt ja immer, neues Programm, okay, wenn sie das einmal dann drin haben, dann ist das eine Verbesserung und dann geht alles flotter. Nee, das Gefühl hat man überhaupt nicht. Da selbst gestandene Frauen, die ich seit 7 Jahren kenne, die das seit 7 Jahren meine Papiere machen. Vor allen Dingen meine Papiere ist immer die gleiche, nur die Zahlen ändern sich so ein bisschen. Ja, mal habe ich das Gewicht, mal das Gewicht. Manchmal habe ich auch 2 Sorten drauf. Aber das ist alles Kiki eigentlich.
Da brauchen die jetzt auf einmal viel länger, müssen bei so einem anderen Fregel nachfragen, wie es geht und so. Da denke ich, ey, was ist das für ein Quatsch? Dazu kommt heute Morgen von zwei Schaltern nur einer aktiv, der andere, das erlauben die sich einfach mal so, da machen die so ein bisschen so Einweisungen, Unterricht, hast du nicht gesehen? Da frage ich mich, können die denn nicht außerhalb schulen, also weiter hinten in diesem Büro und vorne zwei aktive Leute sitzen haben, die die LKWs abarbeiten. Gut, nun waren es nicht so viele. Nein, im Moment ist wohl ein bisschen ruhiger halt. Merkt man ja auch schon an meiner Beladung, dass weniger läuft. Und ja, aber das ist schon, ich sag mal so, solange das so in dem, habe ich auch eben zu meinem Kollegen gesagt, wenn es 12, 13, 14, 15 Minuten sind, ist das okay. Dann habe ich halt die kleine Pause drin und kann dann drüben, wenn ich dann mit meinen eigentlichen Arbeiten beginne, kann ich schneller den Auflieger umsetzen, halt nach einer halben Stunde. So muss ich dann immer dreiviertel Stunde voll machen. Deswegen bin ich da, also finde ich das jetzt nicht so schlimm. Aber wenn das wie heute 20 oder auch, haben wir ja auch schon gehabt, mehr Minuten sind, dann ist es für mich schon wieder verschenkte Zeit. Na. Na, Leute, das ist keine breite Spur hier. Na. Sag ich mal gleich. Na, nachts habe ich auch immer eine Baustelle. Da haben sie jetzt, nach Wochen, haben sie 60 plötzlich hingemacht. Weil das ist so eng dort. Also da habe ich jedes Mal leichte Bedenken, ob ich da nicht mal schnell irgendwo an den Beton komme mit der Karre und da schabe. Ah, links Bundeswehr, Tieflader, Vierachser. Ja, das ist natürlich jetzt hier nicht so schön. Schöner wäre, aber gut, da vorne kann ich, glaube ich, überholen. Dann passt das schon. Kurze Kontrolle hier, aber Technik funktioniert. Naja, jetzt geht's ja mit 84. Ich dachte, die wollten hier mit 80 weiter zuckeln, aber nö, alles gut. Alles gut. Ha, oh, ein Jaguar und auch wirklich aus UK. United Kingdom. Ha, da direkt, ach, Stichwort, Engländer, England. Da ist ja jetzt so ein Ding, ich weiß nicht, ob das viral gegangen ist. Ein Engländer war in München zum ersten Spiel, ne, hier Fußball, und ist dann fürs zweite Spiel irgendwie nach Gelsenkirchen, steigt da aus dem Zug aus, geht aus dem Bahnhof raus und sagt dann so, what a shithole, ne? Zu Gelsenkirchen, was für ein Scheißloch. Und das ist natürlich total krass. Ich meine, jetzt muss ich sagen, ich war, waren das jetzt zwei Frauen? Ich muss natürlich sagen, ich war jetzt schon einige Jahre nicht mehr im Ruhrpott, in meiner alten Heimat. Und klar, ich bin selbst davon überzeugt, besser geworden ist das nicht. Also so wie diese Autobahn hier, die sie neu gemacht haben. Und das ist immer noch die reinste Wabbelstrecke. Also ich weiß gar nicht, wie man sowas hinkriegt. Ne? Die haben sie neu gemacht und es ist einfach nur wabbelig.
Ja, es hat sich mit Sicherheit dort nicht zum Vorteil verändert, aber ob das gerechtfertigt ist. Außerdem finde ich es total daneben, München und Gelsenkirchen miteinander zu vergleichen. Und ich meine, ich weiß nicht, ob ein Engländer das einfach so bringen kann, weil wer ein bisschen so sich auskennt mit England, der weiß, dass es da auch nicht gerade so rosig läuft im Moment oder rosig aussieht. Und in den Industriestädten, gerade so englischer Norden, in den ehemaligen Kohle- und Stahlregionen, also malerisch ist es da nicht unbedingt. Gut, der Süden, Cornwall und so, wo die Nationalparks sind, das sind natürlich ganz andere Klamotten. Allerdings wurde gesagt, die Gelsenkirchener sind total freundlich. Ja gut, Ruhrpott halt, ne? Ja, und dritten Tag schon, wo mein Auto einwandfrei läuft. Keine Fehlermeldung, nix, ne? Der läuft wie geschmiert. Am Wochenende wird er wohl Inspektion bekommen, also Ölwechsel und so weiter. Weil ist wieder fällig, Zeitwartung, habe ich auch schon gemeldet. Und ja, und so bin ich einfach zufrieden. Ne? Ich kann nicht anders sagen. Ganz einfach zufrieden mit dem Auto. Ja, und habe jetzt gesehen, da hat ein Kollege, der zuletzt jetzt so einen neuen gekriegt hat, einen roten, hat schon unten im Einstieg einen Riss im Material, richtig Riss durch im Kunststoff. Gut, mein Kollege, mit dem ich immer viel telefoniere, meint, das liegt daran, dass die schweren Leute, ja, was weiß ich, sich mit ihrem Gewicht dann so, ja, ich will nicht sagen fallen lassen, aber da so aufsetzen. Naja, habe ich dann gemeint, okay, für hohes Gewicht, lass einen von mir aus 140 Kilo wiegen, ist natürlich das Doppelte, also nicht ganz das Doppelte von mir, dann ist das natürlich schon eine Belastung, aber das dürfte nicht sein. Also das ist dann einfach ein Fehler auch von Daimler halt in der Konstruktion. Und naja, aber es ist eben ärgerlich, nagelneues Auto kaputt. Und da bin ich immer wieder froh, dass ich hier meine Kiste habe. Weil wenn hier ein Kratzer drankommt, dann... Na, viele von euch werden das selber wissen, wie das ist. Du hast ein neues Auto und beim ersten Kratzer, da blutet dir das Herz. Ja. Naja, oder man hat eine, weil ich da jetzt auch ein Femel, man hat eine Armbanduhr, eine neue, eine teure vielleicht auch. Aber man will die auch immer tragen, ne? Und nicht nur in der Schublade liegen haben. Ja, und dann kommt ein Kratzer rein. Auch da ist natürlich dann, dann das Gejammer groß. Aber im Laufe der Zeit kommen ja immer mehr dazu. Und dann ist das eben ganz normal, weil halt, es ist ja ein Gebrauchsgegenstand. Das Auto ist ja auch ein Gebrauchsgegenstand. U-Boot. Petting statt Pershing. Ja, uralter Spruch aus den 80ern, aus der Friedensbewegung. Petting statt Pershing, ja. Ich glaube, so einen Aufkleber habe ich damals auch verkauft. Da waren auch Aufkleber dabei auf dem Flohmarkt, die ich verkauft habe. Da stand so drauf, stell dir vor, es ist Krieg und keiner geht hin. Oder legal, illegal, scheißegal und all so ein Gedöns. Oder so ein Schildchen wie das Ford-Schild, das blaue. Original so blau mit weißer Schrift. Und dann stand da aber statt Ford stand da Fuck. Aber ob ihr es glaubt oder nicht, das Zeug wurde gekauft. Ne? Das wurde gekauft. Nein, die waren nicht teuer, damals waren ja nur D-Mark-Zeiten, die haben vielleicht, weiß ich nicht, 50 Pfennig oder eine Mark gekostet. Mehr war das nicht. So, jetzt müssen wir rüber. Ja, alles muss rüber.
Nee, nicht alles. Schauen wir mal. Naja, naja, geht. Nichts Besonderes. Ja, mein Kollege, der hat heute, ja, ich hätte versehen, den schwarzen Peter gezogen. Der musste nach Burgwedel rauf und danach, ja, in Braunschweig laden und muss auch noch entladen. Also er meinte, es würde richtig spät. Es ist immer so ein Spaß zwischen uns. In der Regel kommt er immer früher rein als ich. Man kann wirklich sagen, das ist die Regel. Und wenn ich dann mal eher reinkomme, dann sage ich immer, heute habe ich gewonnen, ne? oder heute ziehe ich dich ab oder was so, im Spaß halt. Und da ich am Montag und auch am gestrigen Dienstag auch schon immer eher reingekommen bin als er, haben wir dann gestern so gesprochen, von wegen, wenn es heute auch wieder so sein sollte, dass ich eher reinkomme als er, dann habe ich die Woche schon gewonnen. Ne? Weil, ist ja klar, 3 Touren, 3-mal vor ihm da, es sind nur noch 2 Tage übrig, kann nichts mehr reißen. Ja. Nee, er ist ja nicht sehr begeistert. Lädt ab bei, ja, da wo ich früher, wo ich noch die Bücher gefahren bin, also er muss zu einem Verlag Bücher holen und die dann auch in Hersfeld bei Libri entladen. Ja, das war früher alle 2 Tage mein tägliches Brot. Und hier für uns ist das natürlich eine Ausnahme. Er war auch mal bei denen, bei dieser Firma, aber er war da vor mir dort. Ja, jetzt wäre es natürlich schön, wenn der Sprinter jetzt wüsste, was er will, weiß er nicht. Na egal, dann fahre ich mal rüber. Ich weiß nämlich, wo ich hin will. Ich will geradeaus. Ah, jetzt kann man vielleicht sehen, was los ist. Ah, geht plus 8, glaube ich, ne? Ja, plus 8 Minuten hinter Bensheim. Ja, gut, das und dann, naja, noch Bruchsal dabei und so. Und es war ja so, durch das Fahren Richtung Germersheim hat sich nichts verändert. Erst durch meinen Fehler sind da locker mal 10 Minuten drauf gekommen. Aber wie gesagt, ist immer noch gut. Da wollen wir uns mal gar nicht so aufregen. Ja, eine Rückmeldung von der Firma mit der Anhängerkupplung, hatte ich ja schon gesagt, habe ich noch nicht. Ich hätte es eben schön gefunden. Ich bin mal gespannt. Ich bin mal sehr gespannt, was daraus wird. Das Video läuft gut. Da bin ich ganz zufrieden mit. Ja, gut. Da gibt es mehrere Aspekte. Einmal der Titel so ein bisschen, ne? Lebensgefahr, da sind die Leute immer ganz heiß. Und halt nur 3 Minuten. Da gucken viele dann schnell mal rein. Kein langes Ding. Gibt ja auch nicht viel zu erzählen. Ich zeige, was Sache ist und gut. Ja, gestern bin ich noch ein bisschen eher ins Bett gegangen als am Sonntag und am Montag, weil ich an beiden Tagen ein bisschen immer Probleme hatte mit auf der Rückfahrt mit der Müdigkeit. Und da habe ich gedacht, komm, dann geh doch mal um 6:30 schon mal Richtung Bett. Ach, und ich sag euch, also mit den Hühnern, das läuft so super jetzt. Meine Frau, die geht in den Stall, bimmelt,
macht Futter rein, ich gehe lediglich nur noch zu der Tür vom Gehege. Ich brauche die gar nicht mehr treiben und die rennen alle rein. Allerdings ist gestern eine blöde Sache passiert, die die Hühner auch so ein bisschen geschockt hat. Nachdem ich da die Bretter zurechtgeschnitten hatte auf Maß, die ich ja heute dann verbauen will, wollten wir die nach oben tragen ins Hühnergehege und ich gehe vor mit einem Stapel ins Gehege rein. Meine Frau steht an der Tür zum Gehege mit dem restlichen Material und ich will jetzt nicht sagen, sie hat nicht richtig aufgepasst. Die Hunde sind nun mal auch wahnsinnig schnell. Ehe sie sich versah, fitschte unser Benni, der Rüde, ins Hühnergehege und natürlich dann die Ruby hinterher. Es war wirklich, innerhalb von Sekunden waren beide Hunde da drin und beide Hunde haben sofort Vollgas gegeben und sind hinter den Hühnern her. Und ich musste dann sehr, sehr schnell und hart reagieren. Da ist dann nichts mehr mit Abbruchsignal und all so einem Quatsch. Da kannst du nur noch da reingehen und die packen und im hohen Bogen im Grunde rausschmeißen. Also unsere Ruby, die mit ihren 12 Kilo, die habe ich im Nackenfell gepackt, hochgehoben wie so eine Katze oder wie so ein Welpen. Das heißt, Welpen trägt man nicht so. Das ist eine uralte mit Klamotte, so von wegen im Nackenfell packen. Man bestraft auch nicht im Nackenfell. Das ist auch Quatsch. Man kann sowas wie so ein bisschen eine Seite machen mit den Fingern. Das machen die Hunde auch untereinander, wenn man die mal genau beobachtet. Nee, zum Glück habe ich schnell reagiert, also außer ein paar Federn und einem Schrecken ist den Hühnern nichts passiert. Also sie haben ein paar Federn verloren. Ja, aber ich habe mir jetzt was überlegt. Ich wollte oder will sowieso mit der Ruby mal ein bisschen intensiver so Impulskontrolle machen. Und und unser Benni war ja früher cool mit den Hühnern und sie, als sie noch jünger war, auch. Nein, ich werde Geschirr, Leine, Halsband, komplettes Besteck dran und dann gehe ich mit der ins Hühnergehege. Und dann wollen wir doch mal sehen. Dann hat sie sich da schwer zurückzuhalten und wenn die Hühner an ihrer Nase vorbeigehen, das ist vollkommen egal. Das werde ich mit beiden trainieren. Das habe ich mir jetzt vorgenommen, weil das fand ich gestern so daneben. Vor allen Dingen sofort volle Pulle auf die Tiere drauf. Ich meine, es hat kein Tier Schaden genommen, aber sie doch so verschreckt, dass sie dann alle ganz schnell in die Hütte reingerannt sind, was ihnen natürlich nicht wirklich was nutzen würde, wenn die Hunde fitschen ja auch hinterher durchs Loch. Und ich hätte dann noch einen Moment gebraucht, bis ich dann um die Ecke rum, Tür auf und so, also... War schon eine hektische Situation. Ah, und dann habe ich so zu meiner Frau gemeint, naja, in 10 Jahren bringe ich das nicht mehr unbedingt so wie gestern. Ne? So eine schnelle Reaktion und so. Ich sage, da müssen wir das raus haben. Ukraine hier der Bus. Ja, wenn ich so nach vorne gucke, würde ich sagen, ich fahre in den Regen rein, ne? Aber kein Problem. Ja, die Schwimmbäder, die haben natürlich eine ganz schlechte Saison. Ne? Wenn ich überlege, der Mai war schon nichts für Schwimmbad, Juni. Ja, die haben ja im Grunde nur noch Juli, August, vielleicht September. Ich weiß nicht. Es heißt ja jetzt, dass es im August, September warm würde. Oh, ein echter Lang-LKW, schaut mal. Mit Doppelachsanhänger und Auflieger. Echt, ein echter Lang-LKW. Man sieht sie selten. Ja, er hat einen langen. Ja, Kollege, hast einen langen. Er hat gegrüßt. Fand ich gut. Er hat gegrüßt.
Ich bin ja auch manchmal verunsichert, weil ich sag mal so, wenn Leute schon mal gucken oder einen grüßen, irgendwie, man weiß ja nicht, wer hat die Videos gesehen. Ich meine, die Leute, die die Videos von mir gesehen haben, ich will nicht sagen, die kennen mich, aber die wissen dann, wie ich aussehe und so und können mich natürlich gegebenenfalls auch grüßen, aber ich weiß das ja halt nicht. Oh, was hat der denn hier? Alles Behälter mit, was ist das, Altöl, ne, wir haben was oder Art Blue, nee, Entsorgung. Naja, oder vielleicht Brühe hier, Kühlflüssigkeit, vielleicht von Maschinen, kann auch sagen. Aber immerhin, der hat sich an die Geschwindigkeit gehalten. Ich glaube, die sind da, dürfen max 85 oder irgend so was. Aber ich habe es auch schon erlebt, dass sie schneller gefahren sind. Ne? Ja, gibt ja eh so ein paar Vorgaben. Du musst mindestens 25 Jahre alt sein, 3 Jahre Vollzeit-Fahrpraxis. Das sind keine Punkte, glaube ich. Ja, kann das sein? Naja, es gibt so ein paar Kriterien, damit du so ein Ding fahren darfst. Also nicht jeder, der einen LKW-Führerschein hat, darf so ein Teil einfach so mal eben fahren. Ja, gestern dachten wir auch erst, dass es ganz schön warm würde, aber als wir dann letztendlich draußen waren, mit den Hunden ging es eigentlich. Ja, die Sonne war nicht mehr prall da und im Wald ist es eh ein bisschen angenehmer. Wir wechseln ja ständig, also wir haben so 3 so Runden oder 3, ja, ich sag mal 3 Locations, ja, wie man so schön sagt. Entweder Feld, also durch die Felder halt laufen, Wald, oder dann gibt es noch die dritte Variante, die nennt sich Radweg. Da ist halt bei uns so eine ehemalige stillgelegte Eisenbahnlinie umfunktioniert zu einem Radweg. Auf dem könnte man auch von meinem Dorf aus komplett mit dem Fahrrad oder zu Fuß bis nach Bad Hersfeld, so 12, 14 Kilometer, also fahren mit dem Fahrrad oder laufen. Und es reizt mich eigentlich schon lange, mal diese 12 Kilometer abzureißen, aber ich bin ehrlich, ich glaube, möchte dann abgeholt werden. Nicht, weil ich das nicht mehr zurückschaffe, das würde auch gehen mit entsprechender Pause und so. Nö, aber man will ja auch nicht eventuell die Hunde überfordern und so. Ich meine, ich wollte es immer mal mit einem Bekannten gehen, ne? Er einen Hund dabei, ich einen Hund dabei, also jüngere, fittere Hunde, unseren Alten will ich sowas gar nicht mehr zumuten, obwohl die super sind mit der Lauferei. Da war ich noch letztens erstaunt, mein Zahnarzt, der ja selber einen Jagdhund hat, einen jungen Jagdhund, 2 Jahre alt, meinte, als ich ihm so gesagt habe, nee, er meinte, kommen Sie direkt von der Arbeit, von der Schicht? Ich sage, nein. Ich sage, ich habe schon 5 Kilometer mit den Hunden weg. Und er meinte, auch 5 Kilometer wäre aber viel. Da war ich aber doch ein bisschen verdutzt, weil wir, ich sag mal, samstags und sonntags durchaus auch 2x5 Kilometer gehen. Ne? Einmal morgens, vormittags, einmal nachmittags. Das ist auch ein lang LKW, das ist aber wieder nur der eben da diesen Meter oder 1,30 Meter länger ist. Also du kannst eine Reihe Paletten mehr laden. Ansonsten ist das nichts. Aber der andere war ein, ja, ich nenne sie mal ein echter lang LKW. Ja, wie gesagt, die Freibäder, die sind wirklich
übel dran. Ja gut, und da meinte natürlich hier mein Stammstaplerfahrer, dass ja gestern das Public Viewing ausgefallen ist und dass die ganzen Leute, die da selbstständig sind mit Bierstand und Essen und so weiter, dass sie natürlich auch Verluste haben. Ja, aber ich habe zu ihm gesagt, das ist halt so, du bist selbstständig. Ich war auch ja 11 Jahre selbstständig und wir haben es eine Baustelle vor die Tür gesetzt. Meint ihr, da hätte irgendjemand gefragt, wie ich das finde und ob das schädlich ist für mich? Nö. Nix. Die haben es einfach gemacht und es war ein großer Nachteil für mich. Ne? So, wir müssen mal die Kollegen reinlassen hier. Na. Jetzt lass mich aber auch nach vorne, Kollege. Kollege Romagna. Handy in der Hand, ne? Nix hier, Armer. Nicht mal hier, danke, mal Geste. Ne, Handy in der Hand. Und mach doch keine Lichthupe. Das ist ein ganz, ganz schlimmer Finger. Ja gut, wenn man Handy hier links in der Hand hat, dann geht das auch alles gar nicht. Hier vorne ist ein BMW, der weiß hier, da hat wieder E dran. Aber ob der ein reiner E ist, weiß man gar nicht. Ich weiß auch gar nicht, ob ich das schon mal erzählt habe. Da habe ich nämlich letztens auch ein interessantes Statement mitbekommen. Und zwar, ich selber mache mir auch schon mal Gedanken, was würde man eventuell sich holen als nächstes Auto, als neues Auto. Obwohl ich immer wieder sage, mein Gott, mein Auto ist super in Schuss, es läuft. Ich fahre da gerade mal 50 Kilometer am Tag. Was brauche ich da, ein neues Auto? Vor allen Dingen für ein neues Auto zahlst du locker 200-300 € im Monat. Und das sind, sagen wir mal, 2.500 im Jahr. Und glaubt man nicht, dass ich bei meinem alten Auto Reparaturen für 2.500 € im Jahr habe. Mitnichten. Vielleicht mal 300-400 €, je nachdem. Und da interessieren mich natürlich auch Antriebskonzepte, eben Elektro, Verbrenner oder die Kombi. Und ich finde so Hybrid gar nicht so verkehrt. Aber wenn, dann interessiert mich nur ein echter Hybrid, also wo die Batterien durch den Benzinermotor aufgeladen werden während der Fahrt. Und ich habe da wirklich eine ganz interessante Geschichte gehört, denn diese Plug-in-Hybrids, die du immer laden musst, weil die Geschichte getrennt ist, also weil der Motor nicht die Batterien lädt, sondern nur wenn du das Fahrzeug an die Steckdose hängst, werden deine Batterien geladen und danach kannst du, sagen wir mal, 40, 50 Kilometer elektrisch fahren. Diese Autos werden schon gerne gekauft. Ja, warum? Ich meine, ich wusste das auch nicht. Die haben einen Steuervorteil. Die haben einen Steuervorteil und ja, und werden einmal, glaube ich, bei der normalen Kfz-Steuer, aber auch werden die sehr gerne als Firmenwagen genommen, weil die da auch wieder einen Steuervorteil haben, weil man ja immer, wenn man jetzt als Arbeitnehmer so einen Firmenwagen bekommt, da muss man ja immer einen Prozentsatz versteuern, monatlich. Und das ist geringer bei diesen Fahrzeugen. Es entfällt jetzt nicht komplett, es ist aber geringer und deswegen werden diese Fahrzeuge gerne genommen. Aber jetzt kommt das Aber. Aber die Leute, die nutzen das nicht.
wenn die einmal ihre Batterieladung leer gefahren haben, ja, dann fahren sie eben immer mit dem Verbrenner. Da hängen die Autos nicht zwischendurch an die Steckdose. Na? Und also im Grunde ist das nur eine Augenwischerei wieder auch von der Autoindustrie. Wenn die natürlich sagen, wir haben so und so viel Plug-in-Hybrids verkauft, dann verbessert es bei ihnen natürlich diese Gesamtbilanz von wegen CO2-Bilanz, also mit den Verbrennerfahrzeugen. Und ja, im Grunde ist es wieder nur Beschissverarschung. Und so ein echtes Hybridfahrzeug, das ist natürlich eine Sache, die würde auch funktionieren bei mir. Weil, ich sag mal so, Wege innerhalb des Dorfes oder bis zum Nachbardorf oder selbst bis nach Bad Hersfeld, die 12 Kilometer hin und zurück, könnte man ohne Probleme über Strom machen. Und wenn man dann doch noch mal wieder rausfährt und die Batterie ist leer, ja, dann wird sie eben durch das Fahren geladen. Und von meinem Kollegen, die eine Schwester hat einen Toyota Prius, ein schon sehr lange auf dem Markt befindliches Hybridfahrzeug. Und die ist damit auch sehr zufrieden. Sagt, funktioniert einwandfrei. Und das ist ein System, was ich mir wirklich gut vorstellen könnte. Denn ich bin ehrlich, im Moment ist es so, wir machen es ja mit zwei Autos. Der Grüne, den wir haben, der Zweitwagen, der wird ja wirklich nur innerhalb des Dorfes und bis zum Wald gefahren. Gut, wenn wir dann zwischendurch mal irgendwo ein paar Kilometer weit weg ein paar Hühner holen oder Baumaterialien, dann benutzen wir den natürlich auch. Aber ich hätte fast gesagt, bis Fulda sind es 45 Kilometer. Ich wüsste nicht, dass der schon mal Fulda gesehen hat. Das Auto wird wirklich nur so im Bereich von 50 Kilometer Umkreis genutzt. Gut, müssten wir jetzt irgendwas holen, was weiter weg ist, okay. Aber das ist eine Sache, wo wir schon sehr kritisch sind. Wenn uns irgendetwas interessiert, wir finden ein Angebot und dieses Angebot ist aber 150 oder 200 Kilometer weit weg, dann muss es sich aber auch schon um einen Artikel handeln, wo du nicht so schnell eine Chance hast, dass der auch im näheren Bereich angeboten wird. Also irgendwas Seltenes, sage ich mal. Ich meine, für ein Fahrzeug würde ich auch zur Not mal 200 Kilometer fahren, um eins zu besichtigen, was eben wirklich sehr interessant ist. Aber so, und da ist es bei mir so, diese Fahrt zum Wald, ich meine, der steckt das weg. Und ich kann auch nicht feststellen, dass der da jetzt irgendwie ein Problem hat, also sich zusetzt oder so Geschichten. Nein, aber es ist natürlich eine Mist einfach, diese Kurzstrecke. Und die wäre natürlich elektrisch viel besser gefahren. Weil der Verbrennermotor, der wird ja überhaupt nicht warm. Weil, wie gesagt, der zum Glück steckt, der ist schon lange einwandfrei weg. Ja, da ist ein Porsche. Gut, der ist jetzt noch ein bisschen wuchtiger, ist auch ein neuer. Aber ich fand da schon ganz schöne Parallelen. Naja, gut, an chinesischen Autos Parallelen zu europäischen zu finden, ist ja nicht so schwer. Na, bei den Meisterkopierern. So, ich will immer mal wieder kontrollieren, aber alles im grünen Bereich. Ach so, nochmal zur Bildrate wegen dem misslungenen Freitagsvideo. Da hatte mir jemand geschrieben, ja klar, ich kann die Herzzahl, also die Bildrate
einstellen bei mir in der Kamera. Und das hatte ich ja auch getan. Aber das war ja letztendlich der Grund, warum dann die Kamera überhitzt hat und ja, man die Aufnahme hinterher echt in die Tonne kloppen musste. Und ja, ich sag mal, sollte ich nochmal so ein MP5 fahren, muss man eben mit dem Geflacker leben. Ich habe aber gesehen, dass es auch nur so der Grund, also die Grundbeleuchtung ist von der Anzeige, die flackert. So kann man als Zuschauer eigentlich alles ganz gut erkennen. Bodenwellen hier. Gerade wollte ich sagen, ich habe mir noch nie gehalten, aber stimmt nicht. Mal gehalten, eine Kamera installiert habe ich, glaube ich, hier schon. Aber ihr wisst ja, mit meinem Halten habe ich es nicht so. Na. Ja, ein bisschen stockt. Was haben wir hier? Na, Baustelle, drei Baustellen hintereinander. In 3,1, in 3,6 und in 4,5 Kilometer. Ah. Die wilde 13, Fuhrparkmanagement, hader13.com.
mehr Lösungen für neue Technologien. Als wir letztes Wochenende, da war ja, naja, überraschenderweise der Enkel bei uns, dann vormittags sind wir zusammen gelaufen und so. Und ja, einmal haben wir jetzt so eine Sache, wenn wir irgendwie eine leere Flasche oder Dose sehen, dann, wie gesagt, dann sagen wir immer, nimm die mit, und dann zu Hause kriegt er von uns das Geld dafür und dann hat er was für die Umwelt getan und Geld verdient. Nee, aber wenn wir dann so laufen, dann hat er richtig Spaß daran, dass ich ihm so kleine Matheaufgaben, ich meine, man muss bedenken, erstes Schuljahr, 7 Jahre alt, gut, das hat er bald abgeschlossen, das erste Schuljahr, und die rechnen aber allgemein so bis 20 oder was. Und er ist schon richtig fit, den ganzen auf Fragen, was ist 45 plus 45 oder andere Dinge. Also ich staune wirklich, dass er da echt schon ganz gut dabei ist. Und sprachlich wird er ja auch so im Nebenbei halt, was heißt geschult. Da habe ich zu ihm letztens gesagt, weil er irgendwie wieder ungeduldig war, was leider öfter bei ihm der Fall ist, ist halt der Jugend geschuldet, habe ich gesagt, Gemach, Gemach. Und dann, er ist ja einer, der sagt sofort, ja, Gemach, was heißt das? Ne? Weil er kannte diesen Begriff nicht. Da habe ich ihm dann erklärt und habe ihm natürlich auch, was macht der in der linken Spur? Guckt euch an, mit dieser breiten Kiste. Ha? Was macht der da, der Vogel? Was macht der da in der linken Spur? Was macht der da, ey? Ha? Der hat doch mit dem Eumel da gar nichts zu suchen, ey. Ach. Nein, und da habe ich ihm das dann erklärt, dass das so heißt wie bleib ruhig oder ruhig oder mach langsamer. Gemach, Gemach ist ja ein alter Ausdruck. Und und er hat, ey Junge, du überholst mich rechts, ne? Das ist dir schon klar. Ist dir schon klar, dass du mich jetzt rechts überholt hast, du Busäumel, du. Mann. Nein, und dann, und er wendet diese Wörter dann auch durchaus an, ne? Dann, dass er dann auch schon mal in Situationen so die raushaut. Gut, er hat es dann ganz am Anfang auch mal falsch gebraucht, dann habe ich ihn da aufgeklärt, habe ihm gesagt, nee, das passt dir jetzt aber nicht. Und ja, ich finde das absolut klasse. Und er ist auch richtig klasse im Lesen. Ich meine, man muss schon ein bisschen vorsichtig sein, was man so im auf dem Bildschirm, auf dem PC geöffnet hat, weil das Bürschle liest alles, ja? Gnadenlos alles. Gut, verstehen ist natürlich ein anderer Punkt, aber jetzt lesen, wirklich alles. Und selbst schwierigere Wörter, gut, manchmal hat er dann nicht ganz so die Betonung, ne, weil das ja auch dann vielleicht ein ganz neues Wort für ihn ist. Aber das ist schon ja faszinierend und macht auch Spaß. Ja, aber man muss immer schauen, ja, jetzt kommt Rennleitung. Man muss aber auch immer schauen, ja, dass es gut gemischt bleibt. Ich möchte, ich meine, so klassisch das finde, dass er jetzt kopfmäßig da so sehr gut dabei ist. Ich bin ja jemand, ich halte auch eben es für wichtig, dass er in anderen Dingen fit ist. Oh, die verkaufen Maschinen. Hochwertige, gebrauchte Werkzeugmaschinen. Ja,
Ich sag mal, er muss auch, ich finde auch handwerklich sollte, ach, Handy in der Hand, ey. Und voll am Tippen, der Bursche, ne? Voll, richtig so. Du hast richtig gesehen, wie der Daumen so hin und her geht, ne? Und da könnt ihr euch vorstellen, wo sein Blick ist, ne? Schön hier auf dem Dingen. Und die Funke baumelt am Kabel runter bis aufs Lenkrad. Na, und man sollte aber bedenken, auch das ist ja nicht mehr gestattet, so unbedingt. Ich habe zwar jetzt noch nicht gehört, dass es bei irgendjemand geahndet worden ist, aber ja, wer weiß, vielleicht fährt da der Händler selber, was gut möglich ist. So, jetzt sind wir mal durch hier. Ja, und was er natürlich hat, also da muss ich sagen, da bin ich nicht so glücklich drüber. Ab und zu ist er dann immer so ein bisschen beleidigt. Nein, da sollte er die Tür aufhalten, weil seine Mutter und er schwere Zaunteile hochtragen wollten ins Hühnergehege. Und ich weiß gar nicht warum, was da war. Auf einmal lässt er die Tür Tür sein, hockt sich ein ganzes Stück weiter weg dahin und ist wieder beleidigt. Ja, meine Frau, die neigt dann natürlich dazu, ja, quasi ihn. Also, ich will jetzt mal nicht das böse Wort bestechen sagen, ihn zu motivieren mit: Ja, komm, mach das mal, dann gibt es auch gleich ein Eis oder irgendwie so ein Klopper. Und das ist überhaupt nicht meine Art. Also, ich finde das auch gar nicht gut und muss ich sagen, da gehe ich auch absolut konform mit seiner Mutter, dass das nicht okay ist. Und nein, ich habe dann knüppelhart nur gesagt, also wenn du jetzt, er sollte ja nur die Tür aufhalten, weil und dafür sorgen, dass keine Hühner rausrennen, ne? Was ja diese Gefahr besteht ja immer. Und ja, und er lässt da wieder sein Böckchen raushängen und so ist so beleidigt und so und hockt sich dann dahin. Und da kann ich überhaupt nicht. Und da habe ich ihm gesagt, also und auch in Richtung meiner Frau, also wenn er jetzt hier nicht sofort antritt und die Tür aufhält, ich sage, dann gibt es null Eis den ganzen Tag. Nein, weil auf Eis steht er ja absolut. Das ist so eine seiner Lieblingsspeisen, hätte ich fast gesagt. Ja gut, ich esse auch gerne mal ein Eis. Das ist schon lecker. Und wir machen das dann oft auch mit Erdbeeren und so. Nein, aber sowas darf man dem, also ich weiß nicht, man muss da auch mal Linie zeigen, ne? Und nicht immer, boah, 93 fährt der Bursche, ne? In einem durch hier, der mit dem kleinen Bagger da drauf. 93, das ist nicht von schlechten Eltern. Und der andere Vogel hier vor mir, der Weiße, oder was heißt Weiß? Oh, Leute, guckt euch das an hier. Da ist wieder ein Regen, ey. Na, heute haben wir wieder alles dabei. Direkt mit Scheißsicht. Ach, da ist wieder die BAG. Man macht Kontrolle. Er schraubt da auch rum an seinem LKW. Ja. Ja, und er kennt mich. Er weiß, dass ich dann darauf achte, dass sowas da durchgezogen wird. Und ehe wir uns versahen, war er wieder am Tor, hat die Tür aufgehalten. Wir sind noch zweimal da durchgegangen und dann war die Sache auch schon erledigt. Ja, dieses mit dem Beleidigtsein, wenn ihm was nicht passt, das bringt er öfter mal. Und das hat er wohl auch letztens mal gebracht, wo er mit dem anderen Opa unterwegs war. Ich sage immer aus Scherz,
Der andere Opa, der... Was wird das hier? Ey, da, sowas finde ich doch beschissen. Also tut mir leid, sowas finde ich beschissen hier. Da überlegen sie eine halbe Stunde oder ich weiß nicht, was die Leute bewegt, dann so nah aufzulaufen und dann so ganz spät rüber zu gehen, wenn die Situation eigentlich schon kacke ist. Das verstehe ich nicht. Da gehe ich doch viel eher raus und die Sache ist klipp und klar. Mann, Mann, Mann. Nein, und ich sage immer aus Scherz, weil ja, das ist jetzt gar nicht meine Aussage, das ist die Aussage von der Tochter. Der andere Opa ist ganz anders wie ich. Ja, der ist einer, der mehr so nach Optik geht, ne, und auf Optik achtet. Und ja, und dann auch einer, der, was weiß ich, nach Mallorca fliegt, der Pauschalurlaub macht oder in beigen Klamotten halt rumrennt. Ne? Und naja, und auch so eben gänzlich anders ist als ich. Der auch keine, ja, der repariert auch keine Autos. Der geht höchstens mit der Tochter hin und kauft eine, ja, entschuldigt, eine Scheißkarre, die ich nicht gekauft habe. Naja, egal. Auf jeden Fall waren die zu dritt unterwegs und dann wollten die jetzt, sagen wir mal, Weg A nehmen und das hat dem Jungen nicht gepasst und da hat er wieder rumgezickt. Das ist aber jetzt schon Wochen her, ja, Wochen, weil die. Also die versuchen, der wohnt ja so 120 Kilometer weit weg, einmal im Monat versuchen sie zusammenzukommen. Und so immer für an einem Samstag oder Sonntag dann mit gemeinsamer Unternehmung. Ja, genau, die, wenn die zusammenkommen, dann ist immer irgendwie eine Unternehmung angesagt. Wenn der Junge bei uns ist, ist überhaupt nicht unbedingt Unternehmung angesagt. Klar, so wie am Sonntag mal da auf dieses Trucker-Treffen gehen, ist okay, sowas kann schon mal vorkommen, aber häufig ist er auch bei uns samstags, da wird bei uns immer gearbeitet. Ne? Also natürlich schon mit Spaß und Pausen dabei und allem drum und dran, aber es wird auch was gemacht, geschafft auf dem Gelände oder es wird eben was Dringendes, Notwendiges gemacht, eine Reparatur oder so. Na, irgendwie wird das hier aber nichts wirklich. Auf jeden Fall ist eben der Vorfall schon Wochen her und da sagt er doch letztens zur Tochter, ja, er müsse mit dem Theo noch mal reden über diese Geschichte. Ey, da sagt sie, was? Und ich auch, wo ich das gehört habe, sage ich, was? Was soll denn der Quatsch? Nein, also ich meine, ich bin jetzt mal ganz brutal. Jetzt ist der Junge natürlich mittlerweile in einem Alter, wo man nicht sagen kann, der ist auf der Stufe wie so ein junger Hund. Also da ist nichts mit erklären, da geht nur Konditionierung. Nein, nein, das würde ich nicht sagen. Aber ich muss doch nicht mit einem Siebenjährigen rumdiskutieren, ja? Oder mit ihm da großartig erzählen. Ich meine, das ist... Wie gesagt, ich habe noch nie einen Finger irgendwie gegen den gehoben und brauche ich auch nicht, weil ich habe mir die entsprechenden Grundlagen gelegt. Nur, ich habe dann so zu ihm gesagt, ich sage, weißt du Theo, wir machen das anders, ne? Sag ich so zu dem Junge, da gibt es eine Schlag in den Nacken und dann ist alles wieder gut. Ach, ist schon lustig. Ja, ich hatte ja schon gesagt, jetzt Samstag, da werden wir ja essen gehen. 22 Jahre zusammen, ich glaube 6 Jahre jetzt verheiratet oder was. Und da habe ich noch die Tage zu meiner Frau gesagt, wenn mir vor 25 Jahren zu mir einer gesagt hätte, ja, eines Tages, da wirst du da, was weiß ich, verheiratet sein, was weiß ich hier, und Tochter und Enkelkind und also Geschichten, da hätte ich gesagt, du bist bekloppt. Nein. Ich meine, so wie ich auch immer gesagt habe,
als wir die kleinen Hunde, wir haben ja einen Mops, was willst du von mir? Als wir einen Mops, als wir diesen Mops Chihuahua Mischling noch frisch hatten, und die Pinscher überhaupt, die kleinen Hunde, da habe ich auch immer gesagt, ich habe ja mal angefangen mit dem Rottweiler, danach war American Staffordshire Terrier angesagt, danach kam Staffordshire Bull Terrier, dann ein Rüde, ein Mix aus Staffordshire Bull Terrier und einem größeren Hund. Und dann auf einmal kamen ja die Kleinen. Und da habe ich auch immer gesagt, wenn du mir, wo ich 20 war, also 22 ging das ja los mit den Hunden, wenn du mir da gesagt hättest, du wirst eines Tages einen Chihuahua-Mix haben, dann hätte ich dich angesprochen. Ne? Ja, aber so ist es halt. Ne? Man verändert sich. So ist das Leben. Boah, ist aber jetzt richtig, ich weiß gar nicht, wie wir schon weg haben, 2:20 und das morgens Video ist immer so Stunde 5, Stunde 10. Ja gut, da haben wir Stunde 10, dann das könnte schon so anderthalbstündig werden. Jetzt, wenn ich euch noch mitnehme, bis Schäferborn. Ich hoffe, die Ströme halten durch. Ne? Ah, der ist schon, ich glaube, im orangenen Bereich. Also das könnte eng werden. Sollte mal die Aufnahme abbrechen, weil das mit dem Strom schon knapp wird, dann fühlt euch bitte verabschiedet. Ich versuche euch eigentlich noch so weit mitzunehmen. Aber das könnte schwierig werden. Weil wir haben jetzt noch so mal 18 Minuten. Ja. Jetzt weiß gar nicht, ob ich die Zahl. Ja, ich glaube, es ist aber noch irgendwas in der 20%. Also das müsste gehen. Das müsste gehen. Naja, das wird schon irgendwie gehen. Ja, ich glaube, ich bleibe aber jetzt erstmal hier auf der linken, weil der Blaue da vorne, der hat ja wieder keine Ahnung, was der da macht. Keine Ahnung, was er da macht. Ach du Scheibe. Boah, manchmal, der war jetzt aus Bulgarien, die Karre. Also manchmal sage ich euch, wenn du reinguckst in die Karren und so manchen siehst, ne, dann denkst du, oh, boah, meine Fresse. Also entschuldigt, wenn ich das sage, aber manche LKW-Fahrer, puh, ich meine, die können ja zum Teil vielleicht gar nichts dafür, aber die sehen schon ganz schön fertig aus. Kein Überholverbot, ne? Da wollen wir doch mal rausrücken hier. Kein Überholverbot. Gestern war das geil, da war, ach, so gut, ja, fast nichts, eigentlich nichts mit Überholverbot. Ach, und schön leer und ich konnte so schön durchpreschen. Allerdings, gestern war der zweite Morgen, wo ich so früh war, dass ich mit gemütlichen 85 komplett runtergefahren bin, da gar genau. Und heute, ja, ja, und die Zielsetzung war 45, also 7:15 anzukommen. Heute war es so, da war dann 7:10 und da habe ich gedacht, oh nee, da gehen wir aber mal Gas, dann sind wir erstmal 90 gefahren und so. Aber da ich ja auch nur halb voll war, ging es natürlich auch flott die Berge rauf und so. Und
Ja, da hatte ich irgendwann, war ich dann bei 42 und hatte noch ein Stück Strecke vor mir und es sah wirklich so aus, als wenn ich das noch weiter runterdrücken würde. Da habe ich dann wirklich auf den letzten Metern, bin ich dann nochmal vom Gas gegangen und dann nur die letzten 30, 40 oder vielleicht auch Fuß, bin ich dann nur noch 85 gefahren, damit ich dann wieder, ja gut, ich kam dann, es blieb dann bei 43, aber ich wollte nicht, dass die Geschwindigkeit noch weiter runter geht, nicht die Geschwindigkeit, die Ankunftszeit, dass hier runter auf 40. Und da habe ich dann wirklich quasi abgebremst. Ja, und dadurch habe ich Montag und Dienstag echt präzise die gleiche Lenkzeit gehabt, immer 7 Stunden 25. Und ich denke mal, wenn ich mit 90 hingefahren wäre, dann wäre es eher sogar, sagen wir mal, zwischen 7,15 und 7,20 gewesen. Das machte mich schon 10 Minuten aus. Schleudergefahr. Schrottbienen, dein mobiler Schrottservice. Wagen 21. Wir holen deinen Metallschrott ab. Ja, aber ab und zu fahren ja auch bei uns welche vorbei. Hier noch wie früher. So richtig mit Pfeife oder mit einer Glocke. Und früher meine Oma, die hat dann immer gesagt, da kommt der Klüngelskerl, da kommt der Klüngelskerl oder da kommt der Lumpensammler. Na, früher haben die ja auch noch Lumpen mitgenommen, so ganz früher halt. Die haben im Grunde alles, was verwertbar ist, mitgenommen. Und ja, da kommt der Klüngelskerl. Und es war, ja, es war irgendwo schon negativ behaftet. Ne? Also, Schrotti war Schrotti, ne? Und wenn einer auf dem Schrotti gearbeitet hat, dann war in der Regel mit dem nicht so viel los. Das hat sich ja auch im Laufe der Jahre total gewandelt. Ne? Es gibt ja einige Leute, die mit Schrott richtig, richtig reich geworden sind. Und bei uns im Dorf, direkt in der Nachbarschaft, da gibt es jemanden, da hat er sein Haus, also ein Nachbar quasi von mir, war allerdings auf der Hauptstraße. Das heißt, früher, wo wir in dem Mannenhaus gewohnt haben, da war es das übernächste Haus. Der hat die Bude komplett mit Stein verkleidet. Da haben zig Mann tagelang, also die ganze Bude mit Stein verkleidet. Und der hat einen bei uns in der Nähe gelegenen Schrottplatz. Und ja, und was soll ich euch sagen, der hat, irgendwann hat er sich so einen Hammer, also so einen amerikanischen Geländewagen, so einen Hammer eben zugelegt in Gelb. Und jetzt vor kurzem, da hat er noch einen zweiten Hammer gehabt, einen schwarzen, allerdings den Gelben dann irgendwann abgemeldet. Also ich vermute mal, den hat er mittlerweile verkloppt oder was, aber genau wissen tue ich es auch nicht. Aber wie gesagt, das ist auch kein Armer, ne? Mit hier Schrott. Und in Bochum war es so, da gab es ein ganzes Gebiet. Da war ein Schrottplatz neben dem anderen. Viele kleine auch und dann auch ein, zwei größere. Und wenn du jetzt was gebraucht hast, ich sag mal hier Lichtmaschine, VW Käfer oder irgendwas, dann bist du da dran längs gefahren. Dann hast du hier gefragt, so, hör mal, hast du Lichtmaschine, ne, 30 Mark oder was? Und dann konntest du eine Lichtmaschine kaufen und also Gedöns.
Und dann allerdings kamen eines Tages Auflagen auf, also da wurde alles viel strenger gehandhabt, die durften dann nicht mehr einfach so die Karren auseinandernehmen, du musstest Abscheider haben und ach, allen Gedöns und so weiter und betonierte Flächen und so. Und das haben die Kleinen, die haben das ja alle nicht mehr gepackt, weil die Kleinen, die haben die haben auch nicht so eine mega, die haben zwar ihr Auskommen gehabt, aber kein richtig Geld verdient. Und übrig geblieben sind dann nur noch die Großen oder ein Großer. Und dieser eine Große, der ist mittlerweile so organisiert, da gehst du hin, da sagst du, was du brauchst, da guckt der im PC rein. Und dann geht er nach hinten in die Katakomben, wo die Regale sind, und dann holt er das entsprechende Gebrauchteil da raus. Zum Teil mit Garantie und so und allem drum und dran. Also das ist schon, ja, das ist schon ein Gewerbe, was sich also im Laufe der Jahrzehnte gänzlich verändert hat. Ne? Da heute spricht, also aber das, so, solche Aussagen oder wenn Leute so reden wie die Großeltern oder die Eltern, das prägt natürlich. Ne? Es wäre ja unser eins im Traum nicht darauf gekommen, jetzt sich im Schrott zu engagieren. Na? Und genauso, das habe ich schon mal in einem früheren Video gesagt, es wurde bei uns zu Hause nicht immer so positiv über Beamte geredet. Ne? Also Beamte waren immer Leute, die halt, naja, nicht so gerade, ne? die schon da irgendwo eine gewisse Position haben. Ich will jetzt nicht von Machtposition reden, aber wie soll ich sagen, es wurde negativ über Beamte gesprochen. Ne? Und dann willst du auch keiner werden. Na? Deswegen ist es nicht verwunderlich, dass, sagen wir mal, Kinder von Beamten durchaus öfter Beamte werden als die Kinder jetzt von Arbeitern. Na? Also ich bin mir, dann ist das einfach mal so eine Sache, die haue ich jetzt so raus, aber gefühlt, glaube ich, liege ich da richtig, dass es so ist. Seid ihr noch da? Ja, ihr seid noch da. Denn wie gesagt, das prägt, das bleibst du hängen und du willst ja dann auch nicht die Ausbildung eines Berufes ergreifen, über den die Eltern quasi schlecht geredet haben oder einen Berufsstand. Da muss er schon unheimlich wollen und das ganz toll finden. Na. Wir sind nur noch 17 Grad, also, ey, sag mal, geht's noch? Ja, jetzt mach dich weg hier, ey. Plus 9 Minuten, haben wir nichts mit zu tun. Jetzt müssen wir mal irgendwie attackieren hier. Ja klar, zieh dem LKW. Na gut, der fährt wenigstens ein Stück weit vor. Ach nee, der will hier vorne rein.
Ich dachte, jetzt zieht er dem Kollegen vor die Karre, aber hat er nicht gemacht. Ja, und habe ich ja heute noch gar nicht gesagt. Doch, habe ich schon gesagt, dass heute Mittwoch ist. Aber noch nicht gesagt, dass heute Mittwoch ist und quasi Bergfest. Ne? Und ich befinde mich ja jetzt schon in der zweiten Wochenhälfte, könnte man fast sagen. So, jetzt wollen wir mal hier raus. Das ist natürlich geil, wenn sie nicht genug Felder haben, um jetzt auch noch das Überholverbot da oben anzuzeigen. Warum der da vorne auf dem Dings fährt, frage ich mich auch wieder. Stand nirgendwo, es würde dann hier auf dieser Tafel würde stehen, Seitenstreifen benutzen. Steht aber nicht. Na? Und was fährt er da? Jetzt kommt er rüber. Ja, er ist aber im Grunde jetzt schon 2 Kilometer auf dem Standstreifen gefahren. Ja, wir schaffen das, ne? Oder wir haben das geschafft. Ach, jetzt geht er auch noch raus. Mein Lieber. Ja gut, der fährt 77 da mit seinem Anhängerchen. Das geht aber auch nicht. Nee. Das geht nicht. Das geht nicht. Ach, ein Tesla mit dem Anhänger. Ach, aus Hersfeld. Ja, was ist los, Alter? Muss Strom sparen oder was? Obwohl, er könnte ja nicht. Jetzt habe ich gerade so gedacht, er könnte ja im Anhänger ein paar Ersatzbatterien dabei haben. Ach ja. Ah, heute Morgen habe ich gesehen, die nächste Firma, die auch jeden Morgen nach Gaggenau kommt, gibt ja da 2 große Speditionen, die kommen jeden Tag mit einem Auto, auch morgens immer zu meiner Zeit. Und die Fahrer, ja gut, die Fahrer, die kannte ich noch, mit denen habe ich dann auch mal gequatscht. Jetzt kennt man die gar nicht mehr, weil das hat da gewechselt. Der eine hatte ja einen Unfall und der... Ja, und bei dem anderen weiß ich auch nicht, warum. Da wechselt es halt immer mal wieder. Und ja, aber jetzt habe ich, ich hatte euch ja schon mal da von der einen Spedition einen batteriebetriebenen LKW gezeigt. Und jetzt hat die nächste Spedition einen batteriebetriebenen LKW mit der kleinen Hütte, schmal, niedrig, für den Nahverkehr halt. Das sind dann aber auch immer Schichten, da kommst du mit 200 Kilometer, 250 Kilometer Reichweite auch zurecht. Ich müsste ja mindestens diesen Long Haul, ne, diesen, der da angeblich 600 Kilometer Reichweite haben soll, haben. Und das wäre schon zu knapp. Nein, ich müsste einen haben mit 800 Kilometer Reichweite, damit ich dann 600 sicher schaffe. Ja, und dann würden wir schon dastehen mit Heiligenstadt, außer wir hätten eine Ladestation und könnten innerhalb von 2 Stunden den Batterien wieder 80% geben. Dann könnte natürlich auch der nächste damit noch nach Heiligenstadt fahren. Aber jetzt, wie immer mal wieder, wir sind schon wieder übers Ziel hinausgeschossen. Wir sind an Schäferborn vorbei, ihr seid noch da.
Wir sehen uns auf jeden Fall am Freitag wieder. Ja, bis dahin wünsche ich euch noch eine schöne Woche. Bleibt mir alle gesund und macht schön gut.